Einen wunderschönen YouTube. Wir schauen Hardcore Moments 74. Und das Ding geht 18 Minuten. Und wir sind gerade im Schlingdorntal. Wait. Ich muss sagen, allein die Tatsache, da runterzuspringen, wäre schon nicht so smart gewesen. Und da hat er diesen Charge-Bug. Den gibt es ziemlich oft, vor allem bei kleinen Zäunen, in Aradi-Becken und so. Überlebt er das? Also ich muss ehrlich sagen, allein die Tatsache, da runterzuspringen, ist halt schon nicht so smart, ne? Aber ich meine, der ist overlevelt, ne? Und er hat einen Priester, glaube ich, mit dabei. Da ist schon so eine God-Kombo. Oh. Der springt ja nicht runter, oder? I need slow fall for that. I might die here jumping. Aber warum tust du es dann? Why are you doing it? 3 minutes to go around. Should I? Hey, ich will außen rumlaufen. It was at this moment that he knew. He fucked up. You think he might die? Fuck. He will die. He did it. Boah, das Geilste ist einfach. Da liegt einfach schon eine Leiche rum. Genau an dem gleichen Punkt liegt einfach schon eine Leiche von einer Person, die auch runtergesprungen ist. Bong. Oh Mann. Oh, das ist der Schlüssel im im Brachland. Alerta. Ja, der spawnt so kleine Roboter. Aber wenn man oben bleibt, ist eigentlich kein Problem. Weil, wenn du wegläufst, ne? Yo, chill, bro, chill. I'm actually dead. Aber wieso rennt er da wieder rein? Und jetzt haut er auf das Explosive Sheep drauf, oder wie? What was that? Ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein wilder Clip. Dieser kleine, der Typ oben, der spawnt so Roboterviecher. Na, Explosive Sheep und sowas. Aber ich frage mich, wieso er wieder reingerannt ist. Er sagt die ganze Zeit, ich bin tot. Er rennt aber wieder rein. Und das ist im Brachland unten. Und da muss man oben so einen Schlüssel besorgen für das Ding. Warte mal, das Explosive Sheep ist aber Totenkopf. Ah. Das ist wild. I just died to a sheep. Ja. Oh, der Boss haut richtig rein. Das ist im Wailing Caverns. Endboss. Der macht so ein Knock-Stun-Ding und dann haut er dich kaputt. Oh, der geht außer Form. Oh, no. Ihr habt gesehen den Schaden. Warum? Leute, ihr müsst, bei dem Boss habe ich immer richtig Angst. Ich gehe immer mit Schild rein als Krieger. Immer mit Fullstack, Buff, mit Pre-Schild und so weiter. Wieso ist der aus der Bärform gegangen? Also warum? Was war der Grund dahinter? Er hat sich selber geheilt. Aber der Healer hatte ja noch genug Mana. Und da wurde er geone-shottet, weil er gekrittet wurde. Doppelpunkt O. Yo, Torque and the boys, help me. Zug. Oh, das sind die Ashenvale-Quest mit den Nachtelfinnen. Ja, auf jeden Fall kann der ganz gut rein. Ne? Bong. Oh, holy smokes. Das war ja super knapp. Er kann auf die Seiten springen, das ist das Wichtige. Geisterwolf? Ich glaube, ich hätte nochmal geheilt. Oh my god. Hier ist ein guter Trick, ihr müsst bei der Seite beim Haus hochlaufen. Rennt da nicht unten weg, lauft die Seiten hoch. Ne? Refugee Point. Elite detected? Warte mal, was für eine Elite war das? Refuge Point Defender. Ah, das ist im Radio-Hochland. Das sind die Wachen von der Allianz. Das sind die Allianzwachen, Leute. Und er sucht gerade diese Wache wahrscheinlich. Und er ist in Nähe dieser Allianz-Base. Nein, er läuft da rein. Oh, er läuft. Er hat zwei gepult. Und er ist ein Priester, er hat nichts. Er hat nichts. Und er kann sie auch nicht angreifen, weil er nicht PvP-flecked ist. Beide resistet. Alright. Ah, das muss wehtun. Ich muss aber zugestehen, ich bin auch letztens in eine Wache reingerannt. Im 1000 Nadel bin ich in die Horde-Wache rein. Oh. Arena-Chest. Er kann ihn nicht zappen, weil er ist ein Geisterwolf. Ja. Ihr müsst überlegen, der Rogue wollte ihn zappen gerade. Zapp geht aber nur, wenn es ein Humanoid ist. Aber er hat einfach getötet. Geht auch. Ich weiß nicht, ich würde echt nicht in diese Arena gehen, wenn ihr euren Char behalten wollt. Ne?
Ich will damit nicht rein. Deswegen, ich glaube, Sepp, dass wir keine Tiere seppen können, also Druiden und Shamans, das kam, glaube ich, erst mit Waddleka oder so, ne? Dass man die seppen kann, soweit ich weiß. Ah gut, dann ist halt ne? 40er Road machst du nicht viel gegen. Bon. Oh, Stitches rennt da unten rum. Warte, was macht der da unten? Oh. Der hat ihn durch die Wand von unten weggeslappt. Der Lümmel. Okay, auf dem Dach bist du nicht sicher. Okay, das ist hier... Also wenn ich der Krieger bin, würde ich das niemals annehmen. Krieger gegen Mage ist halt, das kannst du nicht gewinnen. Unwinnable. Es gibt keinen Moment, wo du es gewinnst als Krieger. Gibt es nicht. Nevermind. Der hat einen, warte mal, der hatte einen Zepa-Charge? Wait. Soll ich mir so einen hier Avatar machen, Leute? Von Sieglinde? So unten links hier, so eins? Ja, oder? Warte mal. Der hatte einen Zepa-Charge. Sehe ich das richtig? Mit 31. Zepa-Charge ist ein Goblin-Granate, die sehr viel Damage macht. Das war doch ein Zepa-Charge, oder? Das ist ein Zepa-Charge. Zepa-Charge ist das beste Ingi-Item eigentlich in ganz WoW. Ja. Also für PvP und PvE später. Das ist der Hauptgrund, wieso Speedrunner und so auch mit Ingenieurskunst nehmen. Extrem viel AOE-Schaden und macht sich auch selber Schaden. Der hat echt gegen den Krieger verloren, ne? Der hat legit gegen den Krieger verloren, krass. What? Und der Krieger hat auch noch gefappt, muss man dazu sagen. Ziggurat Protector, das ist östliche Pestländer, glaube ich. Shaman und Warrior, Duo Q. Netzin, sehr gut. Nochmal hochheilen. Man darf nicht noch mehr pullen, ne? Boah, sind die super geslowt. Kommen die weg? Oh oh. Oh oh. Gedazed. Das ist das Schlimme an den östlichen Pestländern. Das ist das Problem an östlichen Pestländern. Die östlichen Pestländer. Du hast wirklich durchgehend Mobs. Du kannst nicht wegrennen. Überall sind Mobs, Leute. Überall. Das würde ich sehr schlimm. Es ist alles voll damit. Oh, nee. Nee, 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 nee. Was machst du denn? Bitte fall im Wasser. Sag mal. Die springen aber alle runter. Pirate Software? Oh, no. Oh, shit. It crashed. It crashed. It crashed. It crashed. Load, you piece of shit. Load. Oh, oh. Das ist dieser Layer Swap Crash. Load, load, load. Load, 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 load. Ich verblende gerade den Streamlink. Oh my god, I live. Where was the crash? Literally just pulling a freaking mob. Er hat aber nicht viel HP gehabt, ne? 20% oder so. Warte, wo ist der? Wait. Oh, der ist in Deadmines. Alright. Oh, das hasse ich, ne? Das hasse ich. You know, whatever. Das werde ich nie verstehen. Er fragt, wo alle seine Leute sind. Weil die sind irgendwie schon reingerannt oder so ohne ihn. Und er muss hinterherlaufen oder so, genau wie der hinter ihm. Die laufen einfach da alleine durch. Mit den ganzen Elite-Mobs. Und ich frage mich, wieso. Warum? Warum sammelt man sich hier vorne und läuft zusammen rein? Wieder Deadmines, Endboss. Und die Taktik bei Van Cleef? Okay, ich kann mal kurz die Taktik bei Van Cleef erklären. Danach. I'm sorry, I had the divine protection. Der hat gebabbelt. Wenn er babbelt, verliert er die Akro, ne? Nicht wundern. Yeah, we're out. Und jetzt rennen sie. Weg oder wie? Oh, der ist daneben gesprungen. Auf dem Wheel ist man safe, by the way. Aber der eine hat sich gecheckt. Oh, die verstehen das nicht, die anderen. Die anderen sind weiter geraten. Guck mal. Oh no. Just jump. Aber wieso rennt er? I'm gonna help them get out. Achso, er will denen helfen. Nice. Legende. I'll help them get out. Because I got freeze. I'm probably the best one to help with it.
You know? Respekt auf jeden Fall. Dass er sagt, er ist safe, aber hilft ihm trotzdem noch nach draußen zu kommen. Can the boss be rooted? Yeah. Nope. Nova? No. I'm dead. No, you're not. Oh, yeah. Mann, ey. I am. Ja, ist Problematik, die Taktik mit Van Keef, wenn du die nicht richtig spielst, ne? RIP. No. Ich meine, das ist traurig, aber riesigsten Respekt an den. Okay, never mind. Jetzt flammt er den Healer. Okay, never mind. Ich hatte erst ziemlich Respekt, dass er runtergesprungen ist und auch gesagt hat, ich gehe mit draußen, helft mir, auch wenn ich sterbe. Aber dann hat er einfach einen Healer geblamed. Also, legit geflamed. Die Problematik ist es hier nämlich, mit Van Cleef. Ich kann es euch mal zeigen. Wenn ihr Van Cleef macht, ich weiß jetzt nicht, wieso er den Healer geflamed hat. Ne, I don't know. Wenn ihr Van Cleef macht, ihr wollt keinen, also nicht viel Schaden von Van Cleef. Ja. Ihr wollt nicht viel Schaden von Van Cleef, ihr wollt diese beiden Mobs hier machen. Ihr wollt diese beiden Mobs machen, die Ads. Die müssen beide tot sein, bevor Van Cleef auf 50% kommt. Ne? Diese Ads wollen gefokust werden. Weil ab 50% holt Van Cleef nochmal neue Ads rein. Ihr seht, einer ist immer noch am Leben. Aus irgendwelchen Gründen wird er nicht gefokust. Ist immer noch am Leben. Und dann holt er halt zwei neue Ads. Und dann hast du die Problematik, dann hast du vier Mobs hier. Oder fünf Mobs im schlimmsten Fall. Man kann das wohl ditchen, indem man Van Cleef genau auf 50% stunt. Das geht wohl, dann kommen wohl keine neuen Ads. Aber was du machst, du tötest die beiden ersten. Dann, wenn die zweite Ad spawnen, geht der Mage rein, macht eine Frostnova und man zieht den Boss raus und die sind an der Frostnova weg. Sind es nur vier Leute? Stimmt. Es sind nur vier Leute. Ja. Noch so ein Ding. Der Healer ist vor Van Cleef rausgegangen. Ah, okay. Aber dann hätte ich es, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht gemacht. Aber trotzdem, hätten sie die Taktik richtig gespielt, wäre es wahrscheinlich, hätte es wahrscheinlich geklappt. Aber ist auf jeden Fall wild, dass er zurückgegangen ist. Aber dann, ah, Leute beleidigen ist immer cringe. Sagen wir es, wie es ist. Jokert kommt als nächstes anscheinend. I need a match. Miau, 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 miau. But if I hit 44 and I didn't have mount, hat er ein Epic gefunden? Just got an Epic. Oh, Blazing Longsword. Er hat das worst Epic der Welt gefunden. Er hat das schlechteste der Welt gefunden. Wie kann es sein, dass alle Leute Epics finden? Die ganzen Screamer. Kungen 2, Jokert findet 1. Ich will auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, was hier passiert. Ja, ich habe es noch nicht gestartet. Aber hier unten ist Mana Spring Totem. Ich glaube, das wird pullen. Hab so eine Theorie. So I adjust. Aber kann mich auch irren. Accordingly. I guess that's what I'm trying to say. Oh, he pulled. Jupp. Bei dem Boss ist es so, wenn der Boss gestartet wird, werden vor dem Bossraum werden Ads gespawnt. Und wenn draußen irgendwelche Totems stehen, irgendwie ein Pet, irgendwas in der Nähe ist, dann rennen diese Viecher rein. Und dann ist es ein Wipe, dann seid ihr dead. Ihr müsst alle in den Raum reinlaufen und ihr müsst alle diese Totems, alles muss im Raum drin sein. Alles. Weg von der Tür. Ganz wichtig. I can't see you. Ganz, ganz wichtig. Give me strength. I'm low on mana. Ich hoffe, die gewinnen es noch. Wäre cool. Low on mana. Noch eine Granate, noch ein Sleep Sand. Ich habe auf 43 die Icemail Jerkinbrust gefunden, mein Beileid. Oh, er steht neben der Myrmidone, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, er komplett dry, der Priester. Obwohl, 10% hat er noch, ne? Die haben es geschafft. Not bad. Bad, not bad. Das ist ein Feralas, ein Shaman mit ziemlich guten Waffe. Okay, der rennt einfach durch, wird gleich wahrscheinlich gedazed vom Mount, ja. Wird runtergedazed, Geisterwolf macht an. Lässt sich immer noch dazen. Na, lasst euch nicht von hinten hauen. Genetzt, oh. Jetzt wird's tragisch. Wieder genetzt. Ich glaube, du kannst nicht wegrennen. Weil er hielt sich auch nicht. Jetzt hat er einen Pott genommen. Da wird noch ein Netz kommen. Also. Ja, komm, 100% noch ein Netz, oder nicht? Ja. Das Ding ist, die Mobs sind, glaube ich, unter ihm, ne?
Also da rennt einfach niemals durch random Sachen durch. Nicht gut. Oh, wird knapp. Evasion. Okay, das war... How did I die through evasion? This is bullshit. Na, Evasion ist halt nicht 100%, ne? Aber das muss ich sagen, war gerade ein sehr... unsatisfying Tod. Einfach gestorben. This is bullshit. Na, Evasion ist halt nicht 100% Dodge. Zardu. Okay. Da muss man wirklich... Da muss man wirklich aufpassen. Er macht Leon... macht hier... Ich kann euch gleich erklären, wieso der PvP-Fleck ist. Der Warlock. Ist eine Gefahr für ganz viele aus dem Sumpfland. Der versucht immer mit Ruhestand wegzukommen, der Warlock. Er versucht gar nicht zu kämpfen. Er versucht einfach nur wegzurennen. Obwohl der Warlock ihn einfach hätte töten können. Unironisch. Okay, das werde ich nicht verstehen. Also erstmal gibt es hier in dem Bereich, das ist in den Swamp of Sorrows, Sümpfe des Elends, da gibt es Horde-Scouts, die rumrennen. Wenn diese Horde-Scouts dich angreifen, bist du PvP-fleckt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja. Aber wieso hat der Warlock nicht gegengefightet? Ihr müsst mal schauen auf die AP vom Krieger. Der Krieger ist auf 70% AP gedroppt, der Warlock hat nicht eine Sache gemacht, der hat zwei Dots drauf gemacht. Und als nur gestanden habe, Hearthstone gespammt. Also unironisch, hätte der Warlock gefightet, der hätte den Krieger weggehauen. Locker. Der kann kein PvP, du musst zwei Tasten drücken und hauen. Aber ja. Oh, das ist die obere Platte von den Trollen. Warte, wer blitzt ihn an? Immer so eine riskanten Sachen. LOE ist, by the way, hier Light of a Loon. Ja, das ist ein Makro, das kann die Allianz einmal. Und damit kommst du aus den meisten Situationen raus. Wie hier zum Beispiel. Einmalig. Ne? Einmalig eine Sache, womit du wegkommst. Und überlebst. Oh, Stealth ist geraked. Also Vanish. Und noch ein Dot. Lightning Bolt und ein Dot mit drauf. Oh, einen Trank sehe ich hier nicht mehr. Bandage kann helfen. Sehr schön. Oh, zu falsch gedrückt, die Bandage. Falsch gedrückt. Wenn ihr in so einer Situation eine Bandage used, ja, eine Bandage wird gecancelt, wenn ihr Damage bekommt. Bedeutet, wenn ihr die Bandage nutzen wollt, ihr wartet, bis der Schaden tickt und sofort, wenn der Schaden getickt ist, nehmt ihr Bandage, weil dann dauert es wieder eine Sekunde, bis der Schaden reinkommt und ihr bekommt einen Tick mit der Bandage rein. Müsst ihr immer bei einem dort warten, bis der Schaden durch ist. Using Pet would tank the room. Okay. Sehr gut, Jerry. Oh, er hat keinen Platz in der Tasche. Oh! Er hatte keinen Platz in der Tasche. Und er wird gedazed. Hat er schon Todstellen? Nee. Ich hoffe, er kommt raus, weil er hat er gut gemacht. Auch wenn er keinen Platz hat in der Bag. Ne? Guter Netz, guter Sand. Das ist das Geile an einem Hunter, ne? Du kannst mit dem Hunter so viele coole Sachen machen. Jeden Mist alleine kannst du machen. Das ist so nice. Oh, oh, er ist in die Elite-Leute reingelaufen im Brachland. Oh, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. No! Tja, ja, da gibt's immer so eine Elite-Quest. Stitches. Stitches kommt. Where's that quest in here? Oh! What the fuck? es wird nie alt, ne? Stitches wird niemals alt, Leute. Es wird nie alt. Das ist auch wieder im Steinkerngebirge. Oh, ein Glück gehabt. Und da ist ein Hai in dem Ding. Also hier gibt es, das ist eine, da sind jetzt sehr viele aktuell. Das ist in den Düstermarschen. Und jetzt muss man einfach nur diese Morlocks und so töten. Wer sich aber erinnert, es gibt einen Hai vorne an dem Dock, wo das Boot anlegt. Und dieser Hai, der schwimmt auch hier mit rum, bei den Morlocks, wo du questest. Also würde ich versuchen, nicht unbedingt da reinzugehen ins Wasser. Wenn möglich. Ihr habt gesehen, wie viel Damage der gerade gemacht hat, ne? Der Hai hat dem... Er hat 1,5.
Der Hai beißt den einmal. Und er ist auf 300 HP runter. Oh, wieder Arena-Quest. Da gibt es auch richtig viele, die das machen, ne? Die Arena-Quest. Da will ich sehr, sehr viele. Oh, zweiter Rogue. Zwei Rogue sogar. Na. Das ist leider. No. Da machst du nix. Eine Pistole. Der Double Gun. Bon, on fait tout ce qu'il peut. Puis si. Si il est. Oh non, putain, c'est demain, j'ai tellement de meubles. Bah go, c'est hein. On cupie les deux et bonne chance. On cupie les deux et que. Bon, ah, par contre, s'il y en a un qui gagne les deux, il donne au moins un l'autre coffre. Regarde. Oh l'enculé. Ah, oh Scarlett, mon. On fait quoi? On fait un roll? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hat der Hunter beides Need gerollt? Wait, der Healer spielt nebenbei Peggle. Finde ich gut. Alerta. Ah, der Healer, Alter, der hat auf Greed gedrückt. Na, das hier ist das Äquivalent in Lochmudan zu Brachland. Brachland gibt es ja die Allianz-Part, das ist die Horde-Part in Lochmudan. Get back. Oh nein. Das ist Gnomerigan. Und diese Steine fallen auf den Kopf runter. Nein, 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 nein. Oh. Der müsste sofort rauslaufen. Oh nein. Oh no. Da kommt der Drache von rechts. Schlimmes Gebiet. Ganz schlimmes Gebiet. Teremos the Devourer. Gutes Todstellen. Gut gemacht vom Hunterpad. Er hat einen Lip genommen. Lip ist eine Potion, die dich kurzzeitig unsterblich macht. Also gegen Physical Damage. Ah, gefährlich. Und das ist so ein Boss, der wird auch teilweise immer nach Orgrimma gepult. Nach Sturmwind. Das ist der gleiche... Das war der gleiche Disconnect wie bei Pirate Software gerade, ne? Davon gibt es jetzt irgendwie wieder mehr. Er lebt. Noch lebt er, ist die Frage. Oh. Miau, 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 miau. Warum hüpfen sie immer? Ich werde es nie verstehen, wieso alle Leute immer rumhüpfen. Babe. Da ist er runtergefallen. Nein! Wait, das ist doch wieder naseweiß gewesen, der Lümmel. Moment. Ist das nicht naseweiß? Der hat doch hier dem einen gesagt, er soll kein AOE spammen. Ist das die gleiche Person? Ist das der gleiche Mage, der AOE gespammt hat über Tieresfall, über Lordaeron und damit gestorben ist? Ich erinnere mich an den Namen Naseweiß. Hm. Ja, Terrence Mühle. In Hillsbrett, diese Hausquest ist böse. Der Mage hat keinen Mana mehr. Wird extrem vermöbelt. Gouge könnte man noch drücken. Gouge geparried. Ich glaube, er hat überlebt. Ganz knapp. Wait, wo ist denn der hier? Oh fuck, you pulled. Wait, das sind zwei Elite-Mob? Warte mal, wo ist denn das? Oh fuck, you might have fucked me, you losers. You sons of bitches! You sons of bitches! You sons of bitches! Wait, wo ist denn das? Elite? Ach so, das ist hier neben Shadow and Keep. Elite Mobs neben Shadow and Keep. Ja. Oh. Did I disconnect in a cave? Oh ja. Guck mal, der ist so ein Panda-Bär. Könnte ich auch machen. Okay, er wurde gelayert. Oh nein. Oh dear. Und es scheint, als ob er auf dem Controller spielt, ja. Finde ich so erstaunlich. Wie können Leute WoW auf Controller spielen? Ich finde es so erstaunlich. Oh my god, are you fucking serious? I really disconnected inside a cave.
Ich finde das so erstaunlich, wie das geht. Ja, gelayert in einem Cave ist natürlich böse, ne? I'm dead. Geh besonders auf der Arbeit gut mit Steam Deck, das könnte sein, ja. Aber wenn du streamst, bist du doch... Hast du doch die Möglichkeit, da nicht am PC zu sitzen. Geht sehr gut, erstaunlicherweise, okay. Oh, der Schädel war gut. Der Schädel war sehr, sehr gut. Ich glaube, der Schädel hat ihm sogar das Leben gerettet, ne? Oh, ne. Nein, nein, nein. Nee, sorry. Also das ist wirklich Bullshit. Dieser kleine Panda-Bär wurde zweimal gelayert. Also wirklich doppelt. Also das ist, tut mir leid, das ist wirklich Bullshit. Ne? Der hat richtig Pech. Also das ist wirklich, glaube ich, der größte Pechhase. In ganz Hardcore-WoW. Wie kann man denn kurzzeitig zweimal so komisch weggelayert werden? Na gut, das war das Video. Link in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen.